Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Let's Go Evoli und ich sehe da schon ganz, ganz viele Pokémon. Ich sehe da zum Beispiel einen Safcon, das ich natürlich gleich mal versuchen werde zu fangen. Winzig. Aha, wähle Beeren aus deinem Beutel und wirf sie zu Pokémon. Nee, warum? Einfach fabelhaft. Sehr schön. Und wir haben ein Safcon. Yeah. Vielleicht kann ich sogar ein Smetbo fangen. Das wäre geil. Vielleicht sollte ich jetzt Raupi direkt mal durch Safcon ersetzen. Weil, ne? Ist klar. Aber Safcon kann vermutlich keine Attacken einsetzen. Naja, wir sehen uns hier im Wald eh noch ein bisschen um, ich meine. Kokuna, dich nehmen wir doch auch gleich mal mit. Mit seiner Krawatte da. Stup! Großartig. Sehr gut. Und meins. Ja, ich trainiere gerade meine Pokémon, Leute. Aber ich muss aufpassen. Ich darf nicht zu viele Bälle verschwenden. Oh, Evoli versucht Doppelkick zu erlernen. Ja, natürlich. Mach das bitte. Bitte Rutenschlag vergessen. Ja. Und Rutenschlag vergessen. Und Doppelkick erlernt. Das ist gut. Sehr schön. Seit wann erlernt Evoli eigentlich Doppelkick? Nur mal so. Bin ich mir gerade unschlüssig. Egal. Auch ich kann nicht alles wissen. So, und Kokuna. Yes. Und in die Box. Und es wird mich auch nicht mehr gefragt, willst du hier vielleicht mal, ne? Das Horn, die nehmen wir auch mit. Willst du vielleicht hier einen Spitznamen geben und so? Werde ich nicht mehr gefragt. Das finde ich gut. Okay, zielen und Feuer. Ja gut, das ist nicht mehr einfach fabelhaft, aber hey. Man kann nicht alles haben. Ich hoffe für Hornliu reicht das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich kriege keinen einfach farbhaft mehr hin. Kann ich hier eigentlich auch einen Curveball machen? Nee, das ist mir ein bisschen zu übertrieben, oder? Ich möchte es ehrlich gesagt nicht testen. Wirklich nicht. Okay, Evoli ist Level 10. Ich glaube, das ist gar nicht mal verkehrt. Spiegeltrick, ja, ja, ja. Ich hätte noch gern, wobei ich habe Pflanzen-Pokémon, Knofensa, ja. Ich denke natürlich da schon an die erste Arena und dann die zweite. Aber wir nehmen natürlich Pokémon mit, die wir noch nicht haben, ist klar. Was willst du, kämpfen? Hey du, hast du ein großes Pikachu dabei? Nee, ich habe überhaupt kein Pikachu dabei, verstehst du? Warum? Weil ich ein Evoli habe. Marina. Kämpfst mit dem Radfratzen und mach das halt. Los geht's, Evoli! Das Radfratz hat Level 4. Was war das jetzt gerade? Da, dieses Symbol da. Weiß nicht, was das bedeutet. Muss ich dann nachlesen, aber nicht jetzt. Doppelkick! Sehr effektiv, aber halt kein Step. So, ein Kick reicht auch schon. Perfekt. Evoli, du wirst so eine Kampfmaschine. Ich frage mich gerade, kann man Evoli bzw. dieses Pikachu entwickeln? Ich weiß gar nicht mehr. Konnte man in der gelben Edition sein Pikachu entwickeln? Ich weiß nur, dass ich es natürlich nie gemacht habe. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Safcon ist gerade in mir drin gespawnt. Ja, nehmen wir mal an, wir könnten Evoli entwickeln. Ich meine, ich würde dann selbstverständlich ein Aquane draus machen. Das machen wir uns da nichts vor. Aber ich vermute mal, das geht nicht. Man muss zwar... Wobei, man muss ja irgendwie alle Pokémon fangen können. Nee, wobei, man kann ja Pokémon Let's Go mit Pokémon Go verbinden. Das muss ich dann mal offscreen noch machen. Doppelkick, ja. Vergessen, Rutenschlag. Ja. Wobei, warum offscreen? Ich könnte euch zeigen, wie es funktioniert eigentlich. Aber ich weiß selber nicht, wie es funktioniert. Naja, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Ja, ja. Schön, Safcon, schön. Gehen wir da hoch.
Das Ganze sieht ein bisschen anders aus als im Original, kann das sein? Oh, du hast ein Partner-Pokémon, kann ich es mir genauer ansehen? Ja, schau halt. Muss ich mir denn alles mal noch genauer betrachten? Ja, wat? Ich will kämpfen. Ja, wat du nicht sagst. Okay, Käfer. Mach dich bereit, von meinem Evoli vernichtet zu werden. Terkel ist kaputt. Aber passt auf seinen Stachel auf, ja? So. Ja, man wird nicht einfach vergiftet, wenn man es berührt. Nein, das gibt's hier noch nicht. Das ist fantastisch. Ja. Oh, ich erhalte Pokebälle. Ja, das ist nett, dass ich immer Pokebälle erhalte. Ist noch ein Taubsi? Ist noch ein Raupi? Ja, doch, der Wald ist gleich aufgebaut. Mini-Pilz, was soll ich damit verkaufen? Da! Warum haben die es so geleuchtet? Ach so, weil es winzig ist, vermutlich. Ach so! Ich verstehe. Rot ist dann groß, vermutlich. Ha, wieder was gelernt. Größenbonus. Ach so, das gibt dann noch mehr Erfahrungspunkte. Oh, verstehe. Ah, ich verstehe. Ich hoffe, ich habe genug Platz, um alles... Oh, ein Bibor! Oh, ein riesiges Bibor. Ach du Scheiße. Okay, ich habe Angst. Oh Gott, das bewegt sich dann auch noch. Okay, hier geben wir definitiv mal eine Chemiebeere aus. Ja. Einsetzen, natürlich. Okay, dann versuchen wir es zu fangen. Gott, komm schon. Was zum... Das war nix. Okay, pass auf. Ich warte, bis sich nochmal bewegt. Und Feuer! Naja, ich hab's immerhin getroffen. Ach du Scheiße, das wird ein Problem werden hier. Wir geben doch mal eine Beere. Ja. Das könnte echt ein Problem werden hier. So, wir warten, bis es wieder genau da ist, wo ich es haben will. Ja, du greifst an, schön. Komm dahin, wo ich dich haben will. Und zwar direkt vor mir. Unfair wäre ja auch, dass wir quasi verletzt würden. Feuer! Oh, komm schon. Wenn wir verletzt werden würden, wenn es uns angreift und wir uns deswegen beeilen müssten oder so. Oh, du Kackvieh. Oh, Mist. Ich will es haben, Leute. Ich will es haben. Das verkackte Bibo, ey. Ich will es genau vor mir haben. Das ist nicht genau vor mir. Jetzt hätte ich werfen müssen. Oh, nicht da und auch nicht da und auch nicht da. Komm schon. Komm her. Nee, da oben kriege ich dich nicht. Selbe Problem habe ich bei Pokémon Go. Wenn die nicht wirklich in der Mitte sind, habe ich ein Problem. Jetzt komm doch in die Mitte, verdammt. Warum nicht? Feuer. Was, ich habe doch in die komplett andere Richtung gezielt. Alter. Feuer. Oh. Okay, ich hab's noch nicht drauf. Aber es bleibt drin. Yes! Was? Das kann sich dreimal bewegen und dann schlüpft es aus, ist gut. Oh, fuck. Okay. Greif nochmal an. Was? Das kann einfach so flüchten? Einfach so? Ohne dass ich... Oh Gott! Was war das denn jetzt? Ist einfach so geflüchtet? Ohne dass ich was gemacht habe? Oh nein. Shit, verdammt. Das ist bestimmt ein riesiges Hornliu. Fucking. Ja, riesig. Ja. Ich begreif's. Oh mein Gott. Ich verstehe noch nicht ganz, wie ich werfen muss. Weil es war rechts. Ich habe quasi nach rechts gezielt. Aber es hat nicht geklappt. So geht das. Nee, es hat in die komplett andere Richtung gezielt, irgendwie. Warum kann ich das Vieh nicht fangen? Ist es, weil es groß ist, auch sonderlich schwer zu fangen? Scheint fast zu. Warum? Was ist denn jetzt auf einmal los? Ich will es jetzt mitnehmen, verdammt.
Was ist denn auf einmal los? Ich kann nichts mehr fangen. Komm schon. Na also. Gibt das viel mehr Bonuspunkte wegen des Größenbonus? Steht da nicht mal, ne? Vermutlich nicht. Ja, Raupi, Level 7 ist gut. Was? Nein! Nein, nein, B. Nein, nein, mein kleines süßes Raupi soll bitte nicht leveln. Soll so klein und süß bleiben, wie es ist. Aber ich könnte es ersetzen eigentlich. Da ist nochmal eines. Erstmal will jemand kämpfen. Alter, was soll das mit dem Bibor, verdammt? Ich meine, natürlich, es ist ein großes Pokémon und so, ne? Aber... What the fuck, war das schwer zu fangen? Bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Na gut, na gut, na gut. Man kann hier Bibor angreifen. Das ist schon mal gut zu wissen. Und das andere, was gut ist... Ja, ich habe es dann nicht gefangen, aber meine Pokémon wurden dadurch auch nicht verletzt durch diesen Fangversuch da. Das finde ich nämlich praktisch. So, bla 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 blups. Wisst ihr was? Wir werden jetzt Raupi ersetzen, weil das klein und süß, das soll sich bitte nicht entwickeln, sondern... Was habe ich jetzt gemacht? Ich werde Raupi gerne ersetzen durch... Ah, ach so, da ist es. Ich habe es gar nicht gesehen. Aus Team entfernen und dann nehmen wir Safcon mit. Du bist Level 3. Du bist Level 4. Nehmen wir dich mit. Ja. Einfach nur, damit wir ein Smetbo kriegen. Das Smetbo ist für den Anfang gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Ja. Es läuft aber kein Pokémon mit mir mit. Gib mir das da. Oh, da ist ein Pikachu. Ich kann hier Pikachu fangen. Ha! Wer braucht schon Let's Go Pikachu, wenn er sich hier eins holen kann? Ich meine ja nur. Okay, Pikachu ist bestimmt auch nicht leicht zu fangen. Yes! Aber ich muss sagen, in Pokémon Go Pikachu zu fangen, ja, das ist immer so eine Sache. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Ich sage überhaupt nicht gut drin. Aber wir haben ein Pikachu, das ist schon mal nicht schlecht. Evoli Level 11, das ist auch gut. Ja, Nofenza Level 10, das ist auch gut. Taubsi, naja, ist auch gut, nehme ich an. Nehme ich stark an. Ja gut, dann haben wir einen Pikachu. Ja, bei Pokémon Go hätte ich gerne jedes Pokémon bei mir. Ich meine, jede Entwicklungsstufe auch und so weiter. Allerdings, hier jetzt, in Let's Go, würde ich sagen, reichen mir die Einträge. Soweit ich das beurteilen möchte, ja. Weil hier gibt es ja, glaube ich, auch nur 151 und das sollten wir dann nicht hinkriegen. In Let's Go Evoli kriegen wir nämlich zum Beispiel, glaube ich, kein Fukano, dafür ein Vulpix. Naja. Glaube ich zumindest. So, gut. Ja, 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 das sieht alles gut aus. Ich habe im Moment noch nicht so das tolle Team, muss ich anmerken, aber das kommt schon gut. Das kommt schon gut. Oh, das Rot. Was habe ich jetzt? Das Safcon oder das Taubsi? Das riesige Safcon. Okay, das holen wir uns jetzt. Yes, perfekt. Komm schon. Komm schon. Danke. Wisst ihr, so ein riesiges Safcon, kein Problem. Aber dann das riesige Hornliu so, nö. Nö. Oh, 290 Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Was zur... Das war fantastisch, habt ihr das gesehen? Ich sollte große Pokémon fangen, kann das sein? Da ist gut zu wissen. Taubsi, Ruckzuckieb, du bist eigentlich ansonsten schon recht schnell unterwegs. Ja, wobei doch. Doch, für dich macht es Sinn, du bist nicht vom Typ... Doch, du bist auch vom Typ normal eigentlich, aber... Du hast auch noch den Windstoß drauf, das ist schon okay so. Ja, alle Leveln, das hat sich echt gelohnt. Das hat sich halt wirklich gelohnt. Safcon hat auch 2 Level abbekommen. Aber wir kommen... Was? Fangen Sie die 2? Weiter so. Was bringt mir das? 2 hintereinander? Ach so. Sollte ich jetzt vielleicht noch eines fangen direkt? Oder was will mir das sagen? Sehe ich irgendwo noch ein Bibor? Weil das würde ich dann schon gerne nochmal versuchen, auch wenn ich ganz viele Bälle verliere. Wer weiß, ob in diesem Wald dieser Samen leben? Oh! Oh!
Ich weiß es nicht, aber falls ja, will ich haben. Will ich haben. Tamara, gut, komm her. Du hast ein Pokémon, Nidoran weiblich, Level 4 vermutlich oder so. Los, Evoli. Es hat Level 4, habe ich doch gesagt. Ha, wie ich das weiß. Tackle es um. Booms. Ich habe ja auch schon gelesen, dass das Spiel ja zu leicht sein soll, ja. Bisschen zu sehr leicht. Aber ich weiß es nicht und deswegen... Naja, drei Pokébälle. Das ist gut, das ist gut. So, und dann... Würde ich gerne hier reingehen. Komm, wir nehmen jetzt das Safcon auch noch mit. Ich weiß nicht, was diese Fangserie bringt. Versteht ihr? Und zack! Funktioniert gut. Funktioniert gut. Jetzt steht da Fangserie 3 gleich, was es drin bleibt. Was es natürlich nicht macht. Warum nicht? Ja, shit, hat nicht gereicht für ein einfach fabelhaft. Ja, falls ihr das nicht wisst, wie es funktioniert mit dem einfach fabelhaft, dieser Kreis um das Pokémon, der wird immer kleiner. Und wenn er sehr, sehr, sehr klein ist und man trifft genau in diesem Kreis da, wird der Wurf einfach fabelhaft und dann ja. Ja, durch Fangserie gibt es mehrere oder mehr Erfahrungspunkte, glaube ich, ja. Oh, Säure für Knofensat, das ist cool. So, Fangserie 3, ja. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so viele Safcons haben, ehrlich gesagt. Da ist noch ein Raupi. Hier unten. Noch ein riesiges Safcon, ein kleines Safcon. Ein riesiges Kokuna. Ja, aber kein Bibor mehr. Hm, kein Bibor mehr. Oh, süßes kleine Raupi da. Das ist toll. So, dann nehmen wir erstmal diesen Weg hier oben. Hier ist aber... Doch, da! Hätte ich beinahe nicht gesehen. Fies versteckter Trank. Gut, den nehmen wir natürlich mit. Selbstverständlich. Und dann sind wir hier. Hier sehe ich aber doch Pikachu, ein Raupi. Da ist noch ein Raupi. Okay, willst du kämpfen hier? Ja, du willst kämpfen. Gut, diesen Kampf nehmen wir noch mit. Ein wahrer Trainer drückt sich nie auf einen Kampf. Ja, deswegen komme ich ja nochmal zurück zu dir, ne? Feiger Typ, du. Theo, was hast du? Kokuna. Evoli, ich glaube, schaffst du. Wie ich einfach überhaupt nur mit Evoli kämpfe. Aber ich brauche im Moment auch nichts anderes. Evoli rockt hier durch. Ist so. Sieht euch das an, kein Problem. 20 Erfahrungspunkte, bereits das nächste Level ab. Ah, schön. Einfach nur mit dem Starter quasi durchrocken hier. Ah, da, habt ihr gesehen, da stand sogar die WP-Anzahl. Wie in Pokémon Go. Ha. Kein kampffähiges Pokémon mehr, oh nein. Oh ja, gib mir Pokébälle. Das ist schön. So lohnt es sich auch wirklich, jeden Gegner mitzunehmen. Ist noch ein Pikachu. Hm, was haben wir sonst noch hier? Ich hätte wirklich noch gerne einen Bibor. Wisst ihr was, ich werde jetzt hier schneiden. Da kann ich viele Pokémon sehen. Leute, das war's für heute mit Pokémon Let's Go Evoli. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!